mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesestapel von mir, wo neben mir auf dem Tisch wieder ein riesiger Berg Comics und Manga gelandet ist. Und ganz oben auf diesem Berg liegt Dragon Ball SD, wo ich so ein bisschen Torschusspanik bekommen habe. Und zwar ist von den ersten 6 Bänden mittlerweile schon ein Band vergriffen, der auf eBay recht teuer gehandelt wird. Und anscheinend kommt davon auch kein Reprint. Könnte wahrscheinlich mit daran liegen, dass Dragon Ball SD jetzt nicht von so vielen Leuten gelesen wird. Und das, obwohl es echt richtig gut ist. Und demzufolge habe ich mir jetzt die Bände 7, 8 und 9 bestellt, um da jetzt auf aktuellen Stand zu sein, bevor einer dieser Bände auch noch vergriffen sein sollte und dann irgendwann auf eBay richtig teuer gehandelt wird. Dann geht es weiter mit der aktuellen Transformers US-Serie, die ja gerade bei Skybound gelandet sind. Einmal mit dem Heft 6, was ein übertrieben nices Cover hat. Ich muss eh sagen, dass von den ganzen Covern, die bis jetzt zu der Serie erschienen sind, einige richtig nice Sachen mit dabei sind, aber das Cover hier zu Heft Nummer 6 ist bis jetzt mein absoluter Favorit. Das zu Heft Nummer 7 ist auch richtig nice, mit dem guten Starscream vorne auf dem Cover drauf. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich von der ganzen Serie noch kein einziges Heft gelesen habe, da ich immer noch die Hoffnung habe, dass die Serie vielleicht doch noch ins Deutsche übersetzt wird, da ja der gute Crosscut Verlag die Exklusivrechte für alle Skybound-Titel hat, könnten sie im Prinzip die ganze Serie ins Deutsche bringen. Und bis dato habe ich trotzdessen noch nichts davon gehört und habe trotzdessen immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir davon noch ein Release deutschsprachigen Raum bekommen. Dann geht es weiter mit einem absoluten eBay-Schnäppchen, was ich gemacht habe. Und zwar ist die Rede von X-Men Spezial 1 aus den 90er Jahren. Die Spezialserie hat insgesamt 5 Hefte gehabt, davon fehlen jetzt noch 3, dann habe ich sie komplett. Und von Heft Nummer 1 wiederum gibt es einmal das normale Standardcover und dann dieses Cover hier, was es damals zu Comic Action gegeben hat. Und das ist halt so ein Vierfach-Aufklapp-Cover. Ich finde, es sieht übertrieben nice aus und ich glaube, ich kriege es gerade gar nicht adäquat in die Kamera reingehalten, aber ihr seht es, es sieht richtig nice aus und war auch noch eine Sache, die mir gefehlt hatte und ist auch mal wieder so ein Heft, was komplett ungelesen daherkommt. Kann natürlich gut sein, dass es schon mal von jemandem gelesen wurde und der oder diejenige damit verdammt gut umgegangen ist, aber beim ersten Aufschlagen hat das auf mich den Eindruck erweckt, als wenn ich der Erste wäre, der es halt jemals aufgeschlagen hat. Dann geht es weiter mit der zweiten Panini X-Men Volume, was ja eine riesige Baustelle ist, da in der Serie insgesamt 150 Hefte erschienen sind. Ich bin irgendwann um die Heft 119 kurze Zeit eingestiegen, auch nicht bis komplett zum Ende, und habe jetzt halt vor, diese Serie nach und nach zu vervollständigen. Sprich, mir fehlen aktuell wahrscheinlich noch so circa 110 Hefte und demzufolge hat mir auch Heft Nummer 1 und Heft Nummer 2 aus der Serie gefehlt. Ich habe beide für jeweils 1 € auf eBay geschossen, vor mittlerweile schon 2-3 Wochen, liegen schon etwas länger bei mir und auch eine sehr coole Sache, dass die endlich bei mir gelandet sind. Das Krasse ist, das war damals so eine krasse Preiserhöhung für mich persönlich, weil ich hatte aus der ersten Volume ein paar Hefte gekauft gehabt, da haben die Hefte, glaube ich, doch zum Schluss 5,95 € gekostet und als dann diese zweite Volume bei Panini gestartet ist, ist der Preis halt auf 9,95 € hochgegangen, dafür aber auch einiges an US-Heften als Inhalt. Ich glaube, hier drin waren immer so 4 bis 5 US-Hefte und für mich zu Taschengeldzeiten war das halt viel zu teuer, weswegen ich aus dieser zweiten Volume damals zu Taschengeldzeiten nur ein einziges Heft gekauft habe und dann halt später bei 119 wieder eingestiegen bin. Lange Rede, kurzer Sinn, die Baustelle wird jetzt in Angriff genommen, ist aber wirklich so eine Sache, die ich nur nebenbei mache, weil ich eh so viel auf dem Lesestapel liegen habe, aber das ist für mich noch so eine der interessantesten Sachen an den X-Men, diese zweite Volume, weil da wirklich einige Sachen mit drin veröffentlicht wurden, die super interessant sind. Allerdings wird das nicht so lange sein, das alles zu adäquaten Preisen zu bekommen, weil ein paar Hefte davon ein bisschen höher gehandelt werden. Dann geht es weiter mit der normalen Ongoing von den X-Men, die zurzeit am Laufen ist und im deutschsprachigen Raum unter dem Titel Die Vorstoßen X-Men veröffentlicht wird, Emma Frost heiratet, wer derjenige ist oder diejenige, erfährt man auf dem Cover noch nicht, wird man dann wahrscheinlich im Inneren sehen und Cover sieht auf jeden Fall richtig nice aus und ich sage es immer wieder, von den ganzen aktuell laufenden X-Men-Serien ist für mich persönlich die Vorstoßen X-Men-Serie die stärkste Serie.
Dann geht es weiter mit einem Tauschgeschäft, was ich vor kurzem gemacht habe. Und dabei sind dann zwei Bände bei mir gelandet, auf die ich damals bei Release schon extremst Bock hatte, aber aus Budgetgründen damals ausgelassen habe und seitdem immer wieder vor mir hergeschoben habe. Und zwar ist die Rede von der Marvel Max Serie, in der damals die Miniserie Wolverine der Beste von allen veröffentlicht wurde, in den Bänden 44 und 47 und damit auch komplett vollständig. Und das Ding gilt so als einer der brutalsten Wolverine-Geschichten überhaupt. Ob das Ding auch richtig guten Inhalt hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man damals für diese Geschichte einen neuen Gegner eingeführt hat und dass das Ding übermäßig brutal ist. Ich habe schon mal ein bisschen reingeblättert, sieht richtig nice aus und ihr bekommt es mit. Mein X-Men-Hype hört einfach nicht auf und im X-Men-Zuge hole ich mir jetzt auch noch ein paar Wolverine-Sachen und ertausche mir die auch zum Teil, die mir im Vorfeld noch gefehlt haben und das, obwohl ich vor kurzem noch behauptet habe, dass es echt nicht so viele gute Wolverine-Comics gibt und Wolverine ist auch immer noch einer der Charaktere, von denen ich mit Abstand die meisten Comics wieder verkauft habe, aber auch immer noch mit einer der Charaktere, von denen ich einige Comics in der Sammlung drin habe und wie gerade eben die Kamera gehalten, sind da zwei weitere bei mir gelandet. Dann geht's weiter mit Spawn, Heft Nummer 53, damals noch beim Infinity Verlag, was mir netterweise als Dreingabe auf die beiden Trades draufgetan wurde. Grüße und ganz viel Liebe gehen an der Stelle nochmal raus und das Coole bei dem Heft ist tatsächlich, dass das damals so ein Heft gewesen ist, was ich mir noch zu Taschengeldzeiten gekauft hatte, bevor es dann irgendwann verkauft habe, weswegen das Cover bei mir extrem nostalgische Gefühle auslöst. Ich habe die Story tatsächlich vor ein paar Jahren nochmal gelesen gehabt, innerhalb der Spawn Origins Collection, sprich storytechnisch fehlt mir das Heft nicht, aber nostalgisch hat es mir noch gefehlt, weswegen das auch eine richtig coole Sache gewesen ist, dass das Heft noch mit dabei war. Dann geht es weiter mit der aktuellen Batman-Heft-Serie und Heft Nummer 84, was im Zeichen von Night's Terror steht, was auch ein bisschen logisch ist, da das ja gerade so ein Batman-DC-Event ist, was da am Laufen ist und Cover sieht richtig nice aus und die Batman-Serie bleibt für mich so ein bisschen der Running-Gag, weil davon so viele Hefte bei mir auf dem Lesestapel liegen, dass ich das endlich einmal in Angriff nehmen sollte. Dann geht's weiter mit Spider-Man und den aktuellen Seb Wells-Run, wo ich erst so richtig stolz auf mich gewesen bin, dass ich da gar nicht so viel auf dem Lesestapel angesammelt hatte und mittlerweile sind es glaube ich auch wieder 4 Hefte von der Serie, die bei mir liegen, bis ich da auf aktuellen Stand bin und das liegt vor allem daran, dass der Run wirklich nicht gut ist. Er hatte zwar jetzt so ein paar Momente, die ein bisschen besser gewesen sind, aber ich sag's immer wieder, Dark Web hat für mich da einiges kaputt gemacht. Das war so ein schlechtes Event. Dann geht's weiter mit einem eBay-Shop, den ich vor kurzem erst entdeckt habe. Grüße gehen raus, weil das zufälligerweise sogar von jemandem der Shop ist, der meine Videos kennt. Ich blende euch den Shop mal neben mir ein, weil der extremst gute Preise hat und ich da sehr positive Erfahrungen gemacht habe. Ich hatte da vor einiger Zeit, und damit meine ich vor circa 2 Lesestapelfolgen, den Band hier gekauft gehabt für 7,50, was ein umschlagbarer Preis ist. Und demzufolge sind jetzt da noch ein paar andere Bände bei mir gelandet und ich halte euch hier mal die Sachen in die Kamera rein. Und da sind einige Sachen jetzt auch schon wieder ein paar Wochen bei mir zu Hause am Liegen und ich bin einfach nicht dazu gekommen, die in die Kamera reinzuhalten. Und einer davon ist zum Beispiel hier Finstere Seele mit Magneto auf dem Cover drauf. Ein Band, der unglaublich wichtig ist, weil das die Storyline ist, wo Magneto Wolverine das Ganze aller manchem aus dem kompletten Körper rauszieht und das wiederum sorgt dafür, dass Wolverine ab dem Zeitpunkt komplett wieder wild wird, weil das aller manchem in den Körper von Wolverine dazu geführt hat, dass er halt nicht komplett zum Tier wird. Extrem interessanten Szene gesetzt und deswegen auch ein richtig wichtiger Baustein für so eine X-Men-Sammlung und einer der Bände, der in jede Sammlung reingehört und auch so ein Band ist, der sehr günstig gehandelt wird. Und das Ding hier, X-Men Phoenix, ist so eine Sache, wo ich genau weiß, dass das hier definitiv in die Kerbe von X-Men Story schlagen wird, die ich richtig cool finde. Allerdings weiß ich gar nicht, wo genau das ganze Ding angesiedelt ist, weil ich meine, dass zu der Zeit, wo das Ding spielt, Jean Grey eigentlich tot ist, deswegen ist auf dem Cover tatsächlich der Klon von ihr sein könnte, aber so hundertprozentig weiß ich es nicht und werde euch das erst sagen können, wenn ich das denn gelesen habe. Und der Band hier wiederum ist so der letzte Baustein zu den jungen X-Men, die ja bei Marvel Now ins Hier und Jetzt geholt werden, weil, wie wir alle wissen, ist zum Schluss von Avengers vs. X-Men so eine super dramatische Sache mit Cyclops passiert, weswegen sich Beast gedacht hat, dass er den Cyclops mit den Mutanten aus der Vergangenheit, wo sie noch
noch jünger gewesen sind, ins Hier und Jetzt holen sollte, mit halt Cyclops sieht, was aus ihm wird und deswegen erst gar nicht geschehen lässt, dass das, was zum Schluss von Avengers vs. X-Men passiert, passiert. Oh mein Gott, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Und diese ganze Sache muss halt irgendwann zu Ende gebracht werden, weil Bendis hat zwar die jungen Mutanten ins Hier und Jetzt geholt, allerdings hat er dann Marvel verlassen gehabt und die X-Men auch zuvor schon länger nicht mehr geschrieben, weswegen jemand anders das ganze Ding zu Ende bringen muss. Und das war dann eine gute Bisson, der in dieser Storyline hier wiederum die jungen Mutanten wieder zurück in die Vergangenheit geschickt hat. Und das Ding ist gar nicht mal so dick. Ich hätte gedacht, dass das ein dickerer Band ist, mit dem man dann die ganze Geschichte erzählt. Wollte aber das Ding trotz dessen unbedingt lesen, weil ich gespannt bin, ob man das ganze Ding dann innerhalb dieser paar Seiten sinnig zu Ende bringt. Damit sind wir durch fürs heutige Video. Der Shop ist übrigens hier in der Beschreibung verlinkt. Solltet ihr definitiv mal abchecken. Und ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr auch die anderen Links in der Beschreibung abcheckt. Wie zum Beispiel TikTok, Facebook und Instagram. Obendrauf im besten Fall noch einen Daumen nach oben und ein Abo dalasst, um das ganze Video hier zu unterstützen. Und damit sind wir wirklich durch für die heutige Folge Lesestapel. Haut da rein!